Hallo und herzlich willkommen zurück zu dem wunderbaren, einzigartigen, super tollen Final Fantasy 14. Ich krieg einfach nicht genug von diesem Spiel. So, beim letzten Mal haben wir uns ja so ein bisschen den allerersten Beruf angeguckt. Und haben hier ein bisschen im Handwerk rumgefuscht. Ja, ich habe vor, zumindest hier alles einmal herzustellen. Dass das so klappt, wie ich mir das vorstelle, weiß ich natürlich nicht. Um diese Kristalle zu kriegen, brauchen wir natürlich die Nebenquests und was weiß ich, wo man die noch alle herkriegt. So, diesmal habe ich an die Katze gedacht. Und nun geht es weiter mit Hauptquest. Denn Nebenquests haben wir unter 10 alle. Da möchte ich jetzt erst wieder Nebenquests machen, wenn wir Stufe 15 sind. Mit einem ganz anderen Kletterradatsch zusammen. Ich überlege gerade. Wir machen erstmal mit dem Marodeur weiter. Oder machen. Ne, wir machen den Schurken. Wir machen den Schurken zum Main erstmal. Okay, Achterburg. Oder ist es schneller? Eigentlich finde ich auch schneller, ne? Ja? Ja. Ist eigentlich finde ich auch schneller. So, also werden wir heute wirklich nur Main Quest machen. Bei Klassenquest und Nebenquest dann erst ab Stufe 15 wieder. So, ich werde natürlich immer mal hin und her tauschen. Ich habe auch irgendwo in meinem ganzen Kletterradatsch hier auch meine Liste. Und zwar bezüglich der Xena-Quests. Das ist scheinbar nur eine. Ja, dann ist es auch gut, wenn wir da den Schurken machen. So. Ja, hier durch sowas kriegt man dann natürlich auch Kristalle. Aber ich glaube, durch die Hauptquest sehr weniger. So, na, wie gefällt dir das Abenteuerleben? Du hast ja schon einiges erlebt. So langsam wird es Zeit, dass du deinen Horizont erweiterst. Wie wäre es zum Beispiel mit einem Ausflug zum Himmelszug im zentralen Lanoskia? Der Himmelszug ist ein Gerüst an einer Felswand, wo mit Hilfe von Ballons Reisende und Waren hinauf und hinunter befördert werden. Die Transportballons werden von mehreren Transport betrieben, die ständig nach Helfern suchen. Außerdem ist die Gegend alles andere als sicher. Kurzum, dort gibt es sicher viel für dich zu tun. Falls du Interesse hast, dann melde dich bei Wirkrit. Er hat im Himmelszug das Sagen und kann die Arbeit vermitteln. Kann die Arbeit vermitteln, so. Am Himmelszug, zentrales Lenos. Ja, dann werden wir mal so machen. Und dann geht es mal ab, ab mit uns. So. Printen wir direkt. Der Sternenhimmel. Der ist so schön. Okay, hier war bis eben noch ein Fade, scheinbar. Gut, wir müssen irgendwie nach da hinten. Dann gehen wir einfach mal hier entlang. Wäre jetzt so schön, wenn man schon reiten könnte. Würde uns halt echt so einiges an Arbeit ersparen. Oder ja. Wäre ja schade, wenn man direkt alles zu Anfang machen könnte, ne? Das wäre zu einfach.
erstmal runter. Das tat bestimmt weh. Unterlöhne. Willkommen im Himmelszug, Barock und schick dich. Hervorragend, wir können deine Hilfe gut gebrauchen. Beeindruckend die Felswand, nicht wahr? Die ist bei der Katastrophe vor 5 Jahren entstanden, als der schwarze Drache die Erde erbeben ließ. Tja, plötzlich waren ganze Gebiete voneinander abgeschnitten und wir mussten uns etwas einfallen lassen, um die Höhe zu überwinden. Dabei herausgekommen ist der Himmelszug. In letzter Zeit kommt der Handel wieder in Gang, weshalb hier einiges los ist. Es gibt viel zu tun. Melde dich bei mir, wenn du mit anpacken möchtest. Dam, da, dam, da, da. Und Stufe 10. Stufe 10, genau, Stufe 11. Jetzt gibt es hier auch wieder eine neue. Neue Quest. Beide Szene, okay. Okay. Den 12. Dank, dass du hier bist. Aus einer Ladung Millionen Mais-Samen sind plötzlich Monster herausgesprungen und woraufhin der völlig überraschte Kutscher panisch geflohen ist. Die Ladung muss er natürlich zurücklassen. Kannst du die Millionen Mais-Samen einsammeln und zu Liulf bei der Tölpelturm-Siedlung im westlichen Laoskia bringen? Die Bezahlung dafür, die er dir geben wird, kannst du behalten. Es kann natürlich gut sein, dass sich in Samen noch Monster verstecken, also sei vorsichtig. In den Tölpelturm-Siedlungen steht übrigens ein Etherit, also kann es sich für dich ohnehin lohnen, da mal vorbeizuschauen. Oh ja, und wie ist sich das. Und wie sich das lohnt. So, ich guck mal ganz kurz, wie viele Elverquests es gibt. Es tut mir leid, wenn ich dann immer hier hin und her wechsle, aber. Das ist nun mal so. Es gibt. Warte mal. 1, 2, 3. Ich habe das Gefühl, in Limsa gibt es die wenigsten Aufgaben. Nee, 3. 3 gibt es. Okay. Dann muss ich nämlich zwischendurch auch nochmal zum Marodeur wechseln. Bei der letzten wahrscheinlich. So. Wobei der Marodeur ist ja 11, ne? Weit ist er bei 11? Ja, okay. Warte mal, hier sind wir ja gerade, ne? Gerade rechts hat sie noch auf dem Marodeur geschaltet. Dann machen wir hier einmal ganz kurz die Megalokrabben. Wenn wir hier ohnehin schon gerade sind. Und mit dem brauchen wir sogar noch ganz viel. Also was heißt ganz viel, aber... Zumindest noch ein bisschen. Okay, mit dem Schurken brauchen wir hier nichts mehr. Außer wilde Schakale vielleicht. Wie gesagt, sowas bietet sich dann halt an, dass man das dann direkt mitmacht. Wie gesagt, es wäre halt auch Schwachsinn, wenn man dann halt hin und her rennt, obwohl es direkt daneben ist. Da war ich noch nie ein Fan von. Werde ich wohl wahrscheinlich nicht. Und eine noch. So. Ja, war klar.
Ja, schauen wir mal. Küstenschnecke. Da war es mir erstmal egal. So, und dann können wir jetzt endlich ins nächste Gebiet. Gut, hätten wir auch vorher schon gekonnt, aber jetzt halt offiziell. So. Warte mal, wir können mal wieder unseren Begleiter tauschen. Wird echt mal Zeit, dass wir 9 kriegen. Also so einen dritten. Und hier sind Bestiariumsviecher. Jetzt einmal ran an den Speck hier. Oh, wir brauchten nur einen. Hoppala. Na ja, komm, machen wir einen zweiten. Und der ist ein Etherit. Wir kriegen einen neuen Etheriten zu unserem. Oh, bei der Sonnenaufgang. Wir haben gleich 3 Uhr. Hallo. Limsalominsa, ah, okay. Jeden Geheiße. Meine Aufgabe ist es, gegen Geister mutige Antworten zu vergeben. Das ist mir vermutlich aber noch etwas unerfahren. Ich möchte dich nur um Geld in sich und Verderben schicken. Ich weiß gar nicht mehr, wie man an Gilden-Dinger rankam. Die Freibriefe werde ich übrigens auch gleich annehmen. Die werde ich übrigens direkt hier jetzt direkt annehmen. Weil ich weiß, dass ich sie so verpeilen werde. Ach, hat mich das Glück den ganzen Gar verlassen? Meine allerletzten Gil stecken in den bestellten Millionen Maissamen. Aber ich fürchte, mit der Lieferung ist etwas schiefgegangen. Ja, nicht ganz. Hier. Hurra, da sind ja die Samen. Wir sind gerettet. Diese Maissorte ist nämlich sehr ertragreich. Davon können wir alle satt werden. Wie du siehst, leben wir hier in einer ziemlich trostlosen Gegend. Aber wenn der Maisbau wie geplant funktioniert, haben die Leute zumindest wieder volle Bäuche. Dich hat der Himmel geschickt, Fremde. Bitte bleib doch ein bisschen und hilf uns unserer armen Gemeinde beim Wiederaufbau. Wir können dir nicht viel bieten, aber unser Dank ist dir sicher. Und Stufe 12. Das sieht scheiße aus, was ich da trage. So, warte mal. Wir nehmen einmal kurz den Freibrief an. Hallo, meine Liebe. Ich bin Swix von Abenteurer geht es. Steht zu Diensten. Wenn du den Bürgern der Tölpeltum-Siedlung einen Gefallen tun möchtest, weil du dich nach Ruhm und Ansehen sehnst, bist du bei mir an der richtigen Adresse. Morki hat dich geschickt, nicht wahr? Dann wollen wir... Okay, das ist das Ding hier. Okay, gut. Dann nehmen wir es gar nicht nur an, sondern das ist das, wo wir hin sollten. Also erfüllen wir quasi eine Aufgabe auf dem Weg. Die tatsächlich auf dem Weg liegt. Nur eine klitzekleine Sache wäre dann noch, bevor ich dir einen echten Freibrief verteilen kann. Es handelt sich um eine Art Probefreibrief. Dann muss ich ja, denn ich muss ja wissen, ob man sich auf dich verlassen kann. Bist du damit einverstanden, zuerst einen meiner Probeaufträge zu erledigen? Ja. Freibriefe annehmen. Sprich mit einem lokalen Aussteller von Freibriefen, um eine Liste mit verfügbaren Freibriefen zu erhalten. Wähle einen Freibrief aus, um dessen Ziele anzuzeigen und klicke auf Annehmen, um ihn zu deinem Archiv hinzuzufügen. Um Freibriefe anzunehmen, benötigst du Freibriefvollmachten. Du erhältst alle 12 Stunden Erdenzeit 3 Freibriefvollmachten, bis zu einem Maximum von 100. Du kannst bis zu 16 Freibriefe gleichzeitig annehmen. Okay.
Ja, nehmen wir natürlich an. Sehr anständig von dir. Megalokrabben haben die Angewohnheit, bei Anzeichen von Gefahr Zuflucht bei ihren Artgenossen zu suchen. Wenn man sie nicht gründlich erledigt, kann es ungemütlich werden. Okay. Freibriefe beginnen. Um mit einem Spiel, mit einem Freibrief zu beginnen, öffne zunächst das Archiv über Spielinhalte im Hauptmenü oder die Taste J. Wähle dann den Freibrief aus, um da eine detaillierte Beschreibung der Ziele und Belohnung zu erhalten. Ein Klick auf die Schaltfläche-Karte zeigt dir die ungefähre Position der Ziele des Freibriefs. Es empfiehlt sich, erst mit einem Freibrief zu beginnen, wenn man sich in der Nähe dieses Gebiets befindet, um die Chance auf Boni für dessen Abschluss zu erhöhen. Wenn du am Zielort angekommen bist, öffne das Archiv, wähle den Freibrief und klicke auf Beginnen, um deinen Pflichten nachzukommen. Ja gut. Seid ihr mir böse, wenn ich das jetzt einmal mache? Ich meine, es ist halt eine Quest, die jetzt hier gerade nebenbei ist. Deswegen würde ich das halt gerade schon gerne machen. Schwierigkeiten von Freibriefen. Wenn du mit einem Freibrief beginnst, hast du die Möglichkeit, die Schwierigkeit anzupassen. Je höher der Schwierigkeitsgrad, desto höher ist die Stufe der feindlichen Ziele. Die Belohnungen sind ebenfalls vom Schwierigkeitsgrad abhängig. Der Schwierigkeitsgrad von Freibriefen kann jederzeit während dessen Ausführung verringert werden, indem du in der Aufgabenliste den Auftragsnamen und dann die Schwierigkeit auswählst. Diese lässt sich nach Beginn eines Freibriefs jedoch nicht mehr ändern. Okay. Da ist die Mörderkrabbe. Freibrief abgeben. Sobald du mit deinem Freibrief begonnen hast, wird der Ort deinem Auftragsziel auf der Minikarte angezeigt. Freibriefziele sind zudem mit einem speziellen Icon über dem Namen markiert. Während eines Freibriefs wird die Aufgabenliste durch verschiedene Informationen unter anderem zu Auftragszielen, Schwierigkeiten des Freibriefs und der verbleibenden Zeit ersetzt. Belohnungen gibt es nur für Abenteuer, die alle aufgelisteten Ziele innerhalb der vorgegebenen Zeit erfüllen. Okay, Schatztruhen. Eine Schatztruhe ist erschienen. Freibriefe lassen häufig Schätze fallen, während sie verfolgt werden. Wenn du diese nicht an dich nimmst, wird es jemand anders tun. Also worauf wartest du? Okay. Freibrief, Belohnung abholen. Wenn alle Ziele deines Freibriefs abgeschlossen sind, erhältst du die Option, direkt zur jeweiligen Aussteller zurückzukehren, um deine Belohnung zu kassieren. Ja, dann ab mit uns. Du hast den Auftrag erledigt. Hier hast du deine Belohnung. Aufgrund der Schwierigkeit wurde deine Vergütung um 2 Stufen erhöht. Außerdem wurde die Vergütung aufgrund der schnellen Erledigung erhöht. Ja, geh mal weg da. Ich wünschte, alle abenteuerlustigen Draufgänger wären so zuverlässig wie du. Dir kann ich mit gutem Gewissens weitere Freibriefe anvertrauen. Die Tölpeltum-Siedlung befindet sich im Wiederaufbau. Es herrscht ein chronischer Mangel an Arbeitskräften. Die Leute zählen auf dich. Okay, und hier könnte ich dann halt auf Geistergilde annehmen. Okay, das machen wir dann beim nächsten Mal definitiv, weil dass wir jetzt wieder was Neues annehmen. So, also, feurige Flüchtlinge. Warte, das mache ich jetzt einmal kurz mit dem Marodeur. Neulich bei meiner Nachtwache ist mir etwas Merkwürdiges aufgefallen, als ich zu dem Leuchtturm Braubarke hinübersah. In dem Moment wurde das Licht des Leuchtturms ganz plötzlich schwächer. Wenn das Licht zu schwach wird oder sogar ganz ausfällt, könnten die Schiffe vom Kurs abkommen und kentern. Ich würde gerne nachsehen, aber ich kann den Etheriten nicht unbewacht lassen. Kannst du rübergehen und bei der Leuchtturmwärterin Kanschwies nachfragen, was da los ist? Klar, können wir. Gut. Na, sie kriegt das gleiche super tolle Outfit.
Ich bin entzückt, deinen Todos. Jeder Menge Todos. Und ein Fate, der mich wahrscheinlich gleich ereilen wird. Scheiße, okay. Schaffe ich es, wenn ich aus dem Feldbereich rausgehe? Okay, ich bin aus dem Feldbereich draußen. Sehr gut. Du bist im Auftrag der Gelbjacken hier? In Ordnung. Dann würde ich dir mal erzählen, was Sache ist. Mir ist ein Fackelbomber aus der Brennkammer entwischt und ohne ihn ist das Feuer einfach nicht stark genug. Fang den Ausreißer, besiege ihn und nimm ihm einen seiner Finger ab. Damit kann ich das Feuer wieder anheizen. Wie du ihn finden sollst? Na ganz einfach. Lass dich von ihnen finden. Im Dodo-Nist-Gebiet stellst du bei der Vogelscheuche diese Feuerschale auf und entzündest sie. Damit wirst du den flüchtigen Bomber anlocken. Helfen wir? Ich weiß es nicht. Nee. Nee, ich will nicht wieder so schnell steigen. Dodo-Nest. Und ich greife mich die Dodos jetzt eh an. Ja. Sag ich ja. Und das, obwohl ich es gar nicht will. Das heißt, ich muss diesen Fate tatsächlich erstmal mitmachen. Oder? Okay, nee, steckt dadurch nicht. Das ist auf der einen Seite gut, aber auf der anderen Seite auch nicht so gut. Mit der Dodo. Und wieder zurück. Okay, das Viech haut auch ab. Ihr braucht nur einen Finger des Bombers. Die Folgenjunge selbst richtet mir zu viel Schaden an. Bitte. Da unten ist übrigens noch ein Aetherit. Ich sehe ihn. Ich sehe ihn, der lang kreisen. Ja gut, die Finger kommen in die Brennkammer. Dann hat das Leuchtfeuer vorerst wieder genug Kraft. Allerdings gibt es noch ein Problem. Während du weg warst, habe ich die Brennkammer untersucht und dabei ein Leck entdeckt. Wie das der Bomber wahrscheinlich entwischt war. Kannst du bei Rayelov an der Tüppelturmsiedlung Bescheid sagen, dass er die nötigen Stelle informieren und eine Reparatur bestellen soll? Danke. Okay. Dann tun wir das so gleich. Weiß gar nicht, können wir jetzt überall Freibriefe annehmen? Wahrscheinlich nicht, ne? Ah, ein ausgebüxter Bomber war die Ursache. Ich werde die zuständige Stelle darüber informieren. Aber kannst du bitte die Reparatur der Brennkammer im Auftrag geben? Das muss schnell geschehen. Nicht, dass uns noch ein Schiff auf die Riffe läuft. Geh bitte zur Plättnergilde in Limsa und beauftrage die
beauftrage die Gildenmeisterin Nanza mit der Reparatur. Okay. Ich habe bei den Dodos doch gar nichts gemacht. Ich war da doch einfach nur lang gegangen. Naja. Wenn sie meinen, ne? Plattnergilde. Okay, also Achterburg. Wir sind auch mal da. Wir sind auch mal angekommen. Frag mich immer, wo man sowas herkriegt. Ich meine, es gibt nicht immer alles im Shop. Ja, auch manche Hosen und so weiter, wo ich mir echt frage, wo gibt's die? Wo? Hallo. Die Brandkammer im Leuchtturm Braubark ist beschädigt? Schon wieder? Die wurde doch erst vor kurzem rundum überholt. Der Bomber muss eine übermäßige Brennkraft entwickelt haben. Die Ursache dafür ist mir ein Rätsel. Aber ich werde sofort jemanden zum Leuchtturm schicken, der sich um die Reparatur kümmert. Vielen Dank für den Auftrag. Und wir sind aufgestiegen. Okay, Stufe 11. Ja, da kann mein Hermetiker leider nicht mehr mit ihnen. So. Hey, du! Hast du Lust, für Naldik und Wümeli beim Bau einer großen Schiffs mitzuhelfen? Dann geh zu den Morabi Trockendocks, melde dich dort beim ersten Schiffsbauer Adbürm und gib ihm dieses Schreiben von mir. Die Metalle für das Schiff schmieden wir natürlich hier in der Werkstatt. Aber das Zusammenbauen erfolgt in den Morabi-Trockendocks. Das liegt im Süden des unteren Lanuskias. Dort befindet sich ein Ezerit und die Zentrale von Naldik und Wümeli, weshalb die Docks ein wichtiger Stützpunkt von dem Salominser sind. Es kann nicht schaden, wenn du dich da mal umsiehst. Falls du dir unsicher bist, wie du dort am besten hinkommst, dann nimm doch vom Erdgeschoss des Gaffelschoners aus ein Linienschokobo. Wenn du den Weg auf Schusters Rappen zurücklegen möchtest, dann geh vom Sturmtor aus Richtung Süden. Und ich wäre dir dankbar, wenn du dich beeilen könntest. Nett. Wirklich nett. Gut, ja, wir könnten halt von hier aus, ne? Guck jetzt gerade mal. Kann ich mich dahin teleportieren, wo sie es gesagt hatte? Ich gucke einfach mal, ob wir von der Schokobo-Stelle aus da hinkommen. Ich wüsste jetzt nicht, wie wir
da anders hinkommen. Ich glaube zwar nicht, dass das funktioniert. Also wenn nicht, dann können wir uns ja gleich nochmal dahin zurück porten. Aber mal gucken. Ah, doch, okay. Moravi Trockendocks waren es, glaube ich. Dann einmal auf, davon. Auf, davon. Wir fliegen. Okay, nein, tun wir nicht. Dann haben wir das nämlich auch mal gemacht. Während du auf einem Schokobo oder Falken reitest, erscheint ein Schokobo-Icon in der Nähe der Statuseffekte. Du kannst jederzeit von deinem Reittier absteigen, indem du absteigen mit im Helferkommando auswählst. Der Schokobo oder Falke wird dann jedoch zu seinem Halter zurückkehren und dich allein lassen. Mhm. Aber so fürs Erste ist es ja gar nicht mal schlecht, ne? Den Freibriefe. Ja, wie gesagt, die Freibriefe werden wir schon alle machen. Ich denke mal, es werden immer mal dieselben sein. Aber wir schauen mal. Dum, dum, da, dum, dum, dum. Wollen wir sehen, ne, schon wieder einen neuen Ort. In dieser Folge passiert echt einiges. Aber nur nichts wirklich Spannendes, leider. Also wir kommen zwar in der Story voran, aber jetzt... Wir sind halt doch in einer der langweiligeren Phasen. Wir sind immer noch sehr, sehr weit am Anfang. Ah, Level 20er Freibriefe. So, erstmal harmonisieren wir uns. Das hier ist selbst für mich noch neu. Also nicht, dass wir uns da harmonisieren, sondern dass wir das jetzt hier so machen im Let's Play. Das meine ich. So. Hallo, Adbirm. Du hast ein Schreiben von unserer Chefin Nanze. Zeig mal her, sie teilt uns bestimmt die Liefertermine der bestellten Bauteile mit. Verdammt, das hatte ich befürchtet. Die Lieferung muss wieder verschoben werden. Wir haben einfach zu wenig Leute. Ach, das ist mehr als ärgerlich, aber du kannst nichts dafür. Danke für das Schreiben. Wie heißt du? Dann sieh dir das mal an, Ash Kuran. Kuran, genau. Kuran. Das ist das erste neu gebaute Schiff seit der Katastrophe. Die Victory. Bei der Katastrophe sind viele Schiffe abgesoffen. Aber wir haben mit Volldampf am Wiederaufbau der Mahlstromflotte. Wir arbeiten mit Volldampf am Wiederaufbau der Mahlstromflotte. Die Victory ist nur der Anfang. Victory, Victory, Victory. Deswegen wollen wir sie möglich schnell fertigstellen und heuern alle Handwerker an, die wir kriegen können. Trotzdem reicht's von vorne und hinten nicht. Es gibt einfach viel zu viel zu tun. Also, falls du uns helfen möchtest, jederzeit. Okay.
Ich dachte, wir könnten neue Schüchen irgendwie erwerben, aber naja. Gut, ich würde aber sagen, ich beende hier den Part. 35 Minuten ist lang genug. Ja, im nächsten Part wird es auf jeden Fall weitergehen mit der Main Story. Wir sind jetzt beim 12er. Wir dann natürlich einmal ganz kurz mit dem Marodeur weiter. Und ja, wir sehen uns dann hier beim nächsten Mal. Ciao.